Moin moin, liebe Seniors, liebe Senioritas, liebe Fabrikbesitzer. Ein neuer Tag, neues Glück. Wir spielen, wer hätte das gedacht? Factorio. Das ist aber der falsche Save. Nein, das ist der richtige Save. Ah, genau. Ihr solltet mich erinnern, daran, dass wir hier die Anschlüsse zu den Lagerhallen nochmal eben neu machen müssen. In der Zwischenzeit erforsche ich einfach irgendwelchen Dummtüch, ist mir egal. Das hier können wir einmal wegreißen, das war quasi nur die Erinnerungshilfe. Hier oben ist es leicht, da kann ich so machen. Angeschlossen. Moin moin, du geiler. Hier brauche ich nicht mehr machen. Der Rest wird ein bisschen Fummelkram. Ich glaube, den muss ich tatsächlich einfach nochmal hier neu anschließen. Das macht es wahrscheinlich einfacher. Das geht hier rüber. Geht das so? Ja, dann müsste eigentlich. Geht rein. Geht rüber. Ich kümmere mich gleich um euch im Chat. Ich muss das hier einmal kurz korrekt zu Ende bringen. Wir fangen mit dem Kupfer an. Kupfer läuft zweispurig. Der muss dahin. Dann geht der unten durch. Und dann haben wir hier zwei Spuren. Eine Spur und die andere Spur lassen wir hier so mit rüberlaufen. Und dann, wenn wir Bock haben, können wir auch noch so machen. Das ist aber eigentlich scheißegal. So. Beziehungsweise den machen wir vielleicht nicht. Dann machen wir da lieber den Strommast hin. Machen wir so. Und so. Okay, dann Kupfer läuft. Hier unten müssen wir Kupfer anschließen. Haben wir. Dann haben wir Eisen. Eisen geht hier rüber. Und nach da. Eisen Nummer 1 läuft dann ebenfalls hier rein. Läuft rüber. Von hier drüben kommt Eisen. Und hier kommt Eisen an. Der geht einfach nur rüber. Der macht so. So und so, der läuft rüber, beziehungsweise der läuft so rüber. Dann geht der rein, da haben wir nur eins. Den Filter müssen wir löschen. Und dann haben wir hier, zack, zack, Nummer 2, korrekt? Dann läuft 1 und Nummer 2 läuft. Ich habe den jetzt irgendwie den Strom weggenommen. Wir machen das nochmal an, dass das weiter produzieren kann. So, genau, Anschlüsse machen, da müssen wir weiter. Du wolltest irgendwas eins runtersetzen oder so, M6. Ja, genau, aufgepasst hier. Ne? Die hier haben wir alle einen runtergesetzt. Beziehungsweise den muss ich noch einen runtersetzen, damit das zweite Förderband jetzt auch rein kann. Hier ebenfalls einen runter, denn hier muss ein neues Förderband ran. So. Das heißt, wir haben jetzt Kohle. Kohle kommt einmal von hier. Springt rüber. Na komm, lade. Springt rüber. Geht hoch. Im Grunde kann ich es auch so machen. Ist tatsächlich eigentlich sogar noch einfacher. Hier kommt Kohle rüber, da machen wir ach, bei Kohle haben wir gesagt, es ist nicht notwendig. Moment, ja, okay. Ich glaube, Kohle und Stein ist nicht notwendig, oder? Wie viel genau fördern wir hier? Nee, Steine sind auch 8. Also Stein muss ich tatsächlich fixen. Aber Kohle nicht. Kohle haben wir nicht genug. Bei Kohle ist es tatsächlich eigentlich scheißegal. Also das, was ich hier gemacht habe, brauchen wir eigentlich gar nicht. Da kann ich das so und so weiterlaufen lassen. Das ist kein Thema. Das läuft alles hier in einen Anschluss. Steine. Da brauche ich nochmal zwei Anschlüsse. So und so. Und muss das hier ordentlich machen. Wir holen also einmal die Steine von unten. So. Die Steine gehen rüber, die Steine gehen rüber. Dann bauen wir da einen hin und da einen hin. Der geht einen rüber. Und dann laufen die beiden hier rüber. Check. Dann müssten wir das eigentlich auch überall. Fit haben, eigentlich. Ich glaube, ich mache so. Warum sieht das da so aus und ist auf einer Höhe und hier nicht? Ne, ist mir aber egal. Xenor, kennst du eigentlich Genshin Impact? Ja, habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt. Hat mir aber nicht so gefallen.
Und dann muss ich natürlich auch erstmal hier zwei Lanes rauslaufen lassen. Ist ja aber tatsächlich gar kein Problem. Und dann geht das hier tatsächlich auch gleich. Erstmal braucht das eine Zeit, bis das alles durchgerutscht ist, aber gleich wird das besser sein. Dadurch, dass hier zwei Dinger lang gehen, müsste das eigentlich funktionieren. Eigentlich. Oder? Ich kann auch nochmal so machen. Ist mir auch egal. Zack, guck, jetzt geht das da auch rüber. Beziehungsweise... Wenn ich das einen runtersetze, können wir auch so, so, so und so machen. Und schon laufen die Steine überall rein. Das Ding geht in 0, nichts leer. Ich kann meine übrigen Steine dann nochmal reinschmeißen. Einmal. Ja, das Spiel können wir noch ein paar Mal wiederholen, wie wir sehen. Ja, also warten wir mal ganz kurz, bis unser Inventar einigermaßen leer ist. Beziehungsweise ich kann ja auch die hier direkt reinschmeißen. Aber das bringt gar nicht so viel, glaube ich. Da passen auch nur 100 rein. Ich will jetzt kurz so lange warten, bis wir das hier... Mein Inventar darf ruhig ein bisschen aufgeräumt sein. Guckt euch an, wie viel Eisen und Kupfer wir da noch drin haben. Schrecklich. Hier Eisenerz rein. Zack. Und hier Kupfer rein. Nee, Genshin Impact war nicht so meins. Also ich mag diese Mechanik nicht von wegen, du kriegst nicht die Charaktere, die du willst, sondern die sind random. Was für ein Scheiß. Wenn ich so ein RPG spiele, will ich mir doch meine Crew selber aussuchen. Und nicht irgendwie mir so Lootboxen kaufen, um die Charaktere zu bekommen, damit ich die spielen kann. Also das mochte ich so gar nicht. Von der Grafik und so fand ich es tatsächlich ganz cool und ganz knuffig. Aber wie gesagt, das hat es mir echt kaputt gemacht, dieses... Es gibt da noch so einen extra Ausdruck für. Dieses japanische Slot Machine. So, ne? Gedöns quasi. So hat das gewirkt. Und das fand ich einfach nicht gut. Ich muss übrigens nachher noch 3 Minuten Fahrrad fahren. Freut euch schon mal drauf. Ich hatte vorhin echt Magenprobleme, mir war vorhin nicht schlecht, aber ich hatte vorhin richtig, richtig Magenschmerzen, als ich Dwarf Fortress gestreamt habe. Von daher weiß ich nicht genau, ob ich heute Bock habe, Fahrrad zu fahren, bin ich ehrlich. Ich glaube, ich werde mich lieber ein bisschen schonen heute und das dann beim nächsten Mal machen, wenn es mir besser geht. Mittlerweile sind die Bauchschmerzen weg, aber nachdem mir dann der Chat gesagt hat, Zeno, geh mal zum Doktor und lass mal deine Prostata untersuchen, dachte ich mir auch erstmal so, weißt du? So, was interessant ist, obwohl wir hier zwei Dinge haben, irgendwo ist hier ein Fehler drin. Ich habe hier den Anschluss vergessen, kann das sein? Ja, guck, hier ist noch ein Filter drin, deshalb geht das nur halb so schnell weg. So, jetzt läuft es erst durch. Und natürlich ist hier dann auch der Nachteil, ja klar, wenn ich zwei... Förderbänder da reinhauen, muss ich hier auch zwei Förderbänder rausbefördern. So. Ja, jetzt geht's. Jetzt rutscht hier auch drüben wirklich alles rein. Also wenn ich hier jetzt raus... Es darf eigentlich nicht voll laufen. Warum läuft das voll? Ach, weil der hier nicht arbeitet. Arschloch. Hey, Arschloch. Da musst du hin. So, jetzt. Jetzt hält sich das genau die Waage. Wenn ich das hier rausnehme, läuft es nicht voll. Ja, weil Input und Output 1:1 dasselbe ist. Das ist okay, das ist schon mal gefixt. Dann gucken wir noch mal ganz schnell, ob wir hier das auch alles angeschlossen haben. Kupfer geht hoch, gehen auch beide quasi später rein. Ich hoffe. Na, hier unten geht das lang. Ja, ich habe das, glaube ich, doppelt gelegt. Das müsste schon richtig sein, oder? Geht hier rüber, hier rüber, hier rüber, hier rüber, geht hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch und wird dann hier oben mit reingemischt. Ja, ja, okay. Und hier oben können wir es, seht ihr, tatsächlich auch echt gut gebrauchen. Also die zwei extra Lanes, das ist ein Fehler. Oder? Ah ne, das müsste ungefähr passen, weil hier oben nur ganz wenig ankommt. Bisschen Staub wird es geben, auch nicht viel. Ja, lass es lieber sehen und lass es mit dem guten Fahrrad. Ja, und es ist scheiße, dass man erst Abenteuerstufe 16 zusammenspielen kann, ja. Ja, ich weiß auch nicht, was heute los ist. Also, ich werde nochmal den nächsten Arzttermin machen. Weil ich hatte das halt schon, das ist schon das zweite Mal. Also, ich hatte das vor 3-4 Tagen schon mal. Da war ich, ja, Donnerstag, als wir in... Nee, Freitag? Freitag, als wir in Tierpark sind, hatte ich das. Da ging es mir auch richtig schlecht. Da hatte ich richtig, boah, Magenprobleme. Nee, und man muss es ja nicht provozieren. Guck mal, wir sehen jetzt auch, das ist interessant, hier hinten kommen zu wenig Steine an. Warum? Strom ist da. Habe ich noch irgendwo Förderbänder vergessen? Oder ist das jetzt wirklich so, dass das... Dass hier so wenig Steine ankommen?
Ja. Guck mal, da sind die mittlerweile auch leer gelaufen hier, ne? Ich meine, ich habe noch ein paar im Inventar, aber... Nein, die habe ich mittlerweile auch alle weggepackt. Fleißiges Seno ist fleißig, ja? Ich habe hier keine... Ich habe alles im Inventar, aber nicht das. Okay. Das ist gut. Und wir sehen ja, so viel von dem Zeug kommt ja nicht mal an. Früher waren diese ganzen Förderbänder voll, deshalb bin ich ein bisschen überrascht. Ja, aber die rotzen hier raus. Tak, 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 tak. 5,3 die Sekunde. Ist ja in Ordnung. Können wir nicht sogar nachgucken, wie viel wir genau fördern? Pro Minute. Das müsste ja genau konstant sein. Da gibt es ja gar keine Abweichung. 3000. Ja. Ja, also seit wir die jetzt alle angeschlossen haben, hier genau 3000. Zwischenzeitlich war es ein bisschen weniger, weil die Förderbänder voll waren, weil ich da umdekoriert habe. Aber im Grunde ist das hier genau 3000. Mit denen, die wir jetzt angeschossen haben, holen wir 3000 die Minute da raus. Das ist gut. Könnte ich ja tatsächlich auch ausrechnen, wenn ich auf den Factory Planner gehe, beziehungsweise wenn ich auf den Outpost, nee, doch, Factory Planner gehe. So muss ich das haben. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz auf Neu. Irgendein Random Name. Ich will das nur einmal ganz kurz ausprobieren. Wir suchen uns einmal die Core-Fragmente aus. Die normalen Core-Fragmente. Ah, nee. 3000. So, dann sagt er uns jetzt einmal, was wir damit... 250 Pulverisierer. Nee, aber das ist doch falsch. Ist ja auch das falsche Material hier. Warte mal. Ich will nicht die Eisenohrdinger, sondern das normale Chorfragment. Nicht Eisenerz, sondern dieses Mix, das wir jetzt haben. Das ist doch das hier, oder? Steineisen, das, nein, das hier. Davon 3000. Aber er sagt uns quasi, wie wir das herstellen, ne? Und das wollen wir ja nicht. Sondern ich will wissen, wie ich das quasi... Wie stelle ich das denn nochmal ein? Ich will wissen, was ich brauche, um 3000 davon loszuwerden. Nee, habe ich noch nicht gemacht, Redian. Ist aber abgespeichert. Hatte ich aber noch keine Zeit zu. Ich muss zum Beispiel jetzt auf Eisenerz gehen, denke ich mal. Testen wir das mal ganz kurz. Eisenerz. Ist egal, was für eine Zahl ich da reinschreibe. Scheißegal. Ist doch falsch. Ich will das nicht so herstellen. Warum fragt er mich denn nicht, wie ich das herstellen will? Fick dich doch. Gut, wir löschen dich nochmal. Wir fangen nochmal an. Neues Ding. Ist mir egal. Wir wählen aus. Diesmal gehe ich auf Eisenerz herstellen. Ja, wir wollen Eisenerz. So und so viel. Und eigentlich müsst ihr mich da fragen, wie wir das herstellen. Genau, und zwar wollen wir das aus Chorfragmenten herstellen. Jetzt wollen wir aber nicht 2,3 Millionen herstellen, sondern wollen gucken, wie viel uns 3000 Chorfragmente geben. Das wären 12.500. Dann teilen wir das durch 3. 5000 durch 3 sind 1, 2, 5, 0 ungefähr. 3125. Gehen wir noch ein bisschen runter, machen wir 1200. Dann sind wir genau bei 3000. Also, 3000 Chorfragmente brauchen eigentlich nur 25 Pulverisierer, wenn das richtig läuft. Ha, interessant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Also bis hier ungefähr sollte das eigentlich nur funktionieren. Das ist momentan ein bisschen mehr, es liegt an den Produktivitätsmodulen. Die können wir ja auch nochmal reinrechnen hier. Maschine hat 4x Produktivität 1, dann sind schon 35 neuen Maschinen. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35... 36, 36, ne? Das wäre hier. 35, 9 runden wir auf 36. Sind jetzt aber nur noch 2500 Chorfragmente. Nee, Moment. 1200, 1500, 1300, 1400. Machen wir 1441 Maschinen. 536, 37, 38, 39, 40, 41. Bis hier. Und da sehen wir, ungefähr kommt das hin. Ja, also das heißt, ich habe das dahinter noch als Reserve, was ganz schön viel ist tatsächlich. Aber das kann nicht, es rutscht ja bis Wohlbefinden. Was ist bis Wohlbefinden? Zur Pulverisiere 50 oder so durch. Ja, aber das kann tatsächlich schon sein, weil ich am Anfang die Lagerdinger hier noch voll hatte.
Es kann sein, dass sich das noch nicht ausgependelt hat, weil diese Lagerkisten, dadurch, dass ich so oft hin und her geräumt habe, hatte ich die voll. Und dass jetzt quasi noch das Aufgestaute erst weggearbeitet werden muss. Deshalb sind die Förderbänder noch voll. Ansonsten, ja, ungefähr bis auf 50 würde ich schätzen, kommt hin. 50 war so ungefähr hier. Und da kommt zwar noch ein bisschen was durch, aber halt tatsächlich jetzt nicht so viel. Und auch nur, weil es halt aufgeht. Also guck mal, der hätte ja Bedarf. Also wenn ich so mache, staut sich das ja trotzdem nicht auf. Die rutschen zwar durch, aber ja nur, weil nur jeder fünfte wirklich nach oben geht, wenn ich hier unten noch vier Förderbänder angeschossen habe. Weil das ja wie ein Splitter funktioniert quasi. Guck mal, und so arbeitet nicht mal der rund um die Uhr. Na, also bis hier kommen wir ja schon nicht mehr. Ah, oder vielleicht ganz knapp. Ne, 50 braucht er oder 20 für einen Arbeitsschritt. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich meine 50, ne? Ne, 20. Das heißt, ein bisschen weiter werden wir wahrscheinlich noch kommen. Vielleicht so bis zu dem und dann ist vorbei. Glaube ich. Ja, weil, wie gesagt, die warten ja hier schon jetzt auf die nötigen Dinger. Ja, kann ich, genau. Das kann ich machen. Also damit kann ich den Input hochtreiben. Gleichzeitig aber auch meinen Stromverbrauch. Und ich muss mal gucken. Ich glaube, ich hatte alle in der Nähe. Da wäre noch zwei. Da wäre noch einer. Sind drei. Den könnte ich tatsächlich relativ leicht anschließen. Genau wie den. Also die beiden würde ich vielleicht noch nehmen. Die hier in der Basis. Der Rest. So viel, da unten ist noch einer. Aber das ist tatsächlich dann auch schon sehr weit weg. Aber wie gesagt, ob wir da jetzt zwei oder drei mehr angeschossen haben, spielt im Endeffekt auch gar nicht so die Rolle. Schön ist, wenn die Dinger hier laufen und mir rund um die Uhr produzieren. Dann kriegen wir so überschlagen ungefähr 1400 Kupfererz, was anderthalb Lanes sind. 700 Kohle, 1400 Stein, 14 Uran, 700 davon. 2800 Öl. Das ist schon okay. Ne? Also geht mehr. Mehr geht immer. Aber das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. So. Gut. Dann haben wir das im Grunde. Wir warten noch hier auf den Flutwagen. Das ist okay. Was haben wir noch Neues erforscht gerade? Große Textplatten. Das interessiert mich alles nicht. Mittlerweile haben wir hier auch... Kombinatoren ist okay, brauche ich jetzt persönlich nicht. Wir könnten... ich habe mehrere Ratschläge bekommen. Einmal an die Person, die gesagt hat, ich soll doch bitte Big Brother installieren und mit einigen Forschungen kann ich da meine Radar-Scan weiter erhöhen. Ja, ist theoretisch gut. Aber realistisch sehe ich eh bald den ganzen Planeten, wenn wir die erste Rakete in die Luft gejagt haben. Angeblich soll man dann alles aufdecken, von daher ist mir das tatsächlich nicht so super wichtig. Ich glaube auch, was erforsche ich gerade, Flüssigkeitswagen, ist mir eigentlich scheißegal. Wir fangen mal mit allem an, was wir für die Rakete brauchen. Das sind jetzt noch Kontrolleinheiten, Heat Shielding, Low Density Structure, Raketentreibstoff, Lubricant und dann die großen Motoren. Forschen wir doch daran, irgendwo müssen wir anfangen, nehmen wir hier... Raketenkontrolleinheiten. Irgendwo müssen wir anfangen. Sonst kannst du ja auch die weitere Ölverarbeitung angehen. Du magst Flüssigkeiten ja sehr gerne. Bei der Ölverarbeitung geht's halt. Also da brauchst du halt keine Wasserpumpen, die dann auf einmal weniger fördern, als angegeben ist. Das ist tatsächlich da relativ überschaubar. Die Ölverarbeitung macht mir weniger Kopfschmerzen als scheiß Wasserpumpen, die mich immer noch aufregen. Hier ist ja auch alles voll, also wir können uns ja hier tatsächlich bedienen. Die Dinger sind auch restlos voll, die ganzen Tanks. Also das wartet nur darauf, dass wir das irgendwie umwandeln. Und ich meine, ich hatte gesagt, das machen wir woanders. Wo wir mehr Platz haben für die erweiterte Flüssigkeit, werden wir... Brauche ich noch viele Substations da unten? Gar nicht, ne? Ne, nur Batterien. Für die erweiterte Raffinerie quasi, also für die Raffinerie, wo wir die erweiterte Chemieaufsplittung benutzen werden, Ölaufsplittung, werde ich eine ganz neue Raffinerie bauen irgendwo. Ja. Machen wir.
Das bauen wir komplett irgendwo neu. Und werden einen Bahnhof daran anschließen. Habe ich alles, was ich für Bahnhöfe brauche eigentlich mittlerweile? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Zugsignale wären auch so nice to have, ne? Theoretisch wäre das tatsächlich auch ganz nett. Ja, also Öl ist eine Möglichkeit. Oder, aber ich glaube, das mache ich tatsächlich vorher, eine zweite blaue Trankfabrik, weil wir nicht so viele blaue Tränke produzieren, wie ich gerne hätte. Das Problem dabei ist, es kommt ein bisschen darauf an, wie geduldig wir sein wollen. Wir stellen momentan, ich glaube, 1,8 Tränke her, ne? Die blauen, 1,8 pro Minute oder sowas. Naja, lass ich mal anklicken. Ah, sogar nur 1000, das ist nicht so viel. Ist das weniger geworden? Nee. Das sind Chorfragmente. Warum? Das sehen wir nicht. Dia, was ist denn da passiert? Warum sind wir denn von 2,4 auf 1000 runter? Das ist ein ziemlich harter Drop. Also hier unten fühle ich mich ja gar nicht wohl mit den Chemiedingern. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich irgendwas kaputt gemacht habe aus Versehen. Irgendwo ein Förderband abgerissen. Das sieht so aus. Davor waren wir halt immer so auf 1,5. Und jetzt sind wir halt so auf 900. Das ist nicht gut. Strom kann es nicht sein. Strom ist da. Eventuell habe ich ein Förderband abgerissen. Oder die Erzfelder werden langsam zu leer. Oder, das kann auch sein, ich habe ja überall Produktivitätsmodule reingehauen, was die Produktionszeit verlängert. Und wenn du länger brauchst zum Produzieren, dauert, ne? Ich denke, es sind die Produktivitätsmodule. Das kommt ja auch ungefähr hin, ne? Wenn ich in alle Anlagen 30, also drei Module reingeschmissen habe, ist alles 30% langsamer. Und wir sind gefallen von 1,5 auf 900. Pi mal Daumen kommt das hin. Aber ja, wir werden sehen. Ich mache eben noch die 5000 Akkus, die wir hier haben, einmal in die Landschaft. Aber Eisen wird mir auch ausgehen. Also das ist unvermeidbar, ne? Also definitiv. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das zweite Eisenband angeschlossen habe oder ob das irgendwo ins Nirgendwo führt. Muss ich auch gleich mal kurz gucken. So, wir laufen hier einmal rüber. Wenn ich es so mache, ist das besser. Und wir haben noch 2500. Ich meine, ich könnte das jetzt auch noch zwei, dreimal duplizieren, einfach für die extra Solarpanels. Wir haben noch 11.000 Solarpanel im Portemonnaie. Aber das mache ich nicht. Ich mache nur kurz die Akkus hier hin und dann gucken wir mal weiter. Dann schauen wir mal, was wir mit dem blauen Tränk machen. Im Grunde müsste ich halt nur copy-pasten. Weil die Blaupausen aber nicht so hundertprozentig sauber verarbeitet wurden von mir und ich ja noch extra Förderbänder hier mit Kupferplatten und so da habe langlaufen lassen oder Kupfererz jetzt, ist das nicht so ganz sauber und ich müsste wahrscheinlich viel nachbearbeiten, selbst wenn ich die Blaupausen von der jetzigen Forschung benutze. Wir laufen mal einfach zurück. Es kann nämlich auch gut sein, dass ich einfach mehr Montagemaschinen brauche, die blaue Tränke herstellen. Ah, ich erinnere mich, nee, wir hatten noch beim letzten Mal umgestellt, wir haben mehr Zahnräder hergestellt und weniger Motoren, wir haben das umgestellt. Es kann auch sein, dass das ein eklatanter Fehler ist und ich das falsch gesehen habe, und zwar hier. Weil hier, seht ihr das, hier kommen keine Eisenplatten durch. Gar keine. Obwohl dieses Lagerhaus hier quasi voll ist. Oder halt genauso viel reingeht wie rausgeht, das ist genau ein Förderband. Rutschen hier keine Eisenplatten durch, weil wir so viele Zahnräder produzieren. Und das wird erst besser. Guck mal, hier zum Beispiel produzieren wir gerade gar keine Motoren, weil keine Eisenplatten durchkommen. Die Eisenplatten kommen erst durch, wenn diese Lagerhalle voll ist. Und da passen 25.000 rein, es sind gerade 24.000 drin. Das heißt, danach wird es aussehen wie hier. Dann sind die Zahnräder komplett voll. Dann rutscht das Eisen, die Eisenplatten auch durch. Und dann wird erst wieder produziert. Und die brauchen wir. Das heißt, momentan sind einfach die roten Motoren unten komplett leer. Also es laufen nur zwei Drittel davon. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Lanes. Zwei laufen nicht. Ja, also ein Drittel läuft nicht. Aber die
25.000 müssten hier auch eigentlich jeden Augenblick erreicht sein. Und dann skaliert sich das automatisch wieder hoch. Ist dann aber immer noch natürlich zu wenig. Also davon mal ganz abgesehen. Und auch wenn das eigentlich nicht der Fußboden ist, den ich benutzen will, machen wir mal trotzdem so. Sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Genau, also ich denke, das Realistischste und Beste ist, wenn wir einfach die blauen Tränke einmal nochmal verdoppeln. Denn wir brauchen für die Rakete, lass uns mal zusammenzählen, 500.000, 50.000, 550.000, 600.000, 600.000, 800.000, 900.000, 1, 2, den habe ich doppelt gezählt, jetzt sind hier doch 1, 2, 1, 5, also noch 1,5 Millionen Tränke. Wenn wir jetzt, guck mal, jetzt ist es auch wieder hochgegangen, jetzt sind wir wieder bei 1400. 1400 produzieren, ich rechne mal mit 1500 einfach, rechnen wir mal, das könnte man auch im Kopf, wenn man besser jetzt wäre, aber ist mir egal. 15.000, 150.000, 1,5 Millionen geteilt durch 1500, dann kommen wir auf 1000 Minuten, rechnen wir 1000 geteilt durch 60, also es würde mit der jetzigen Herangehensweise 16 Stunden dauern, eher 17 Stunden, bis wir alle blauen Tränke produziert haben für die Forschung, die wir brauchen, für die Rakete. Das ist jetzt, ja, ein bisschen viel. Da können wir ja einen Teil dieser 17 Stunden auch benutzen, um unsere blaue Trankproduktion einfach nochmal ein bisschen zu verbessern. Ich schmeiß hier nochmal mein überschüssiges Zeug rein. Brennmaterial habe ich, glaube ich, nicht mehr. Nein, aber ich habe Eisenerz einmal. Ich habe Steine. Und ich habe irgendwo so ein bisschen Uran. Gut. Läuft. Und dann ist natürlich, ich gehe jetzt einmal kurz zu der blauen Trankproduktion, um zu gucken, laufen die alle oder laufen sie nicht alle? Brauche ich hier mehr Montagemaschinen oder nicht? Und wir können sehen, hier läuft es nicht mehr. Ne? Also bis dahin, bis zur Hälfte ungefähr, also bis hier läuft es ungefähr irgendwo. Wie gesagt, ein Drittel können wir nochmal oben rauf rechnen. Also, beziehungsweise nochmal von dem, was wir jetzt hier haben, 50%. Wenn es bis hier läuft, können wir das nochmal oben drauf rechnen. Also ungefähr bis da wird es laufen. Also ungefähr ein Drittel fehlt uns nochmal. Mach das, Mold. So, hier kommen. Es ist so schwer zu sehen, aber hier liegen tatsächlich diese roten Motoren drauf. Und das ist halt gerade das Bottleneck. Das wird aber besser. Ich glaube, mittlerweile könnte es sogar schon produzieren, oder? Guck, jetzt muss das Ding hier auch noch voller Zahnräder laufen. Ja, das ist natürlich mies. Aber ganz ehrlich, das Ding brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich kann ich so machen. Eigentlich reicht mir hier ein Dings. Und jetzt, da die hier nicht mehr produzieren können, laufen jetzt auch die ersten Eisenplatten durch. Na, und jetzt werden die Motoren produziert, die Motoren laufen durch. So, guck, und jetzt laufen die hier langsam an. Ich beschleunige das ein bisschen, indem ich meinen Scheiß da reinschmeiß. Habe ich nicht auch noch gelbe Motoren im Inventar ohne Ende? Ich hatte gedacht. Ah, ich habe noch blaue Motoren. Ja, habt ihr Glück gehabt. So, seht ihr das? Jetzt kommen Motoren. Tak, 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 tak. Jetzt fangen die Dinger hier an zu arbeiten. Brauchen natürlich ein bisschen, weil die Produktionszeit relativ lang ist. Aber jetzt spucken sie die Dinger aus und jetzt kommen mehr rote Motoren, die wir für mehr blaue Tränke benutzen können. Ist aber einigermaßen gut ausbaldowert, also wir können hier oben sehen. Also wenn wir das umdrehen würden, so, das bis nach hinten reicht tatsächlich, das ist schon okay. Na, und langsam wird hier immer mehr grün. Dann schaltet sich der gleich ein, dann schaltet sich der ein und so weiter und so fort. Passt. Na, ist nicht unbedingt
gut, aber ich habe hier halt auch genug Eisenplatten. Also ich kann diese scheiß Eisenplatten auch nehmen. Beziehungsweise sind sie eh hier. Ja, also das ist schon okay. Gut, also das heißt, der nächste Plan wäre, blaue Tränke hochboxen. Und wir haben genug grüne Chips und genug Plastik, glaube ich. Ich weiß nicht genau, was ich noch produzieren muss. Ich meine, hier die Dinger sind voll. 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, ja, 1,6. Also die laufen langsam voll und ich habe auch auf jeden Fall hier auch genug Petroleum. Das Problem ist, ich habe jetzt die Entscheidung, ich kann, wenn ich neue blaue Tränke produziere, brauche ich ja Chemieprodukte. Senoas und Senoritas, und ich kann jetzt entweder einfach von hier oben was nehmen, weil wir haben Plastik und Schwefel hier oben, ja. Oder ich baue direkt den neuen Chemiepalast mit der verbesserten Ölverarbeitung. Aber da habe ich ehrlicherweise gar keinen Bock drauf. Moin, moin, ich überlege stattdessen, hallo Stefan, wo baue ich jetzt eine neue blaue Chipsproduktion hin? Und ich muss halt so eine Ofenhölle hier oben bauen, wobei nicht ganz, oder? Das ist... Nee, so eine Ofenhölle. Ich brauche einmal Eisen für das hier unten. Und einmal Kupfer für die roten Chips. Und das war's eigentlich, weil ich Plastik und Schwefel hier drüben herstelle. Das heißt, so unglaublich aufwendig wäre es gar nicht, ne? Wir brauchen Eisen und Kupfererz. Und zwar viel. Ich habe die Kabel hier nie ausgewählt. So, Kabel und dann Eisenplatten und dann Erz, genau. Per Förderung. Das heißt 275 Miner, beziehungsweise wenn ich da die Module reinhaue natürlich. Ich kann ich nicht auch bei Preferences Module immer den reinschmeißen? Reicht das da nicht? Sind die jetzt nicht überall hier automatisch drin? Dadurch ändern sich die Verhältnisse aufs Hässlichste und ich glaube, ich mache das auch einfach nicht. Das Problem an den Modulen ist, wie kriege ich das wieder raus? So. Warte. Rechtsklick, rechtsklick, so. Rechts, rechts. Rechts, rechts. Das macht es mir mathematisch zu blöd. Die Zahlen sind mir zu krumm. Ich packe trotzdem die Module rein und dann nehmen wir halt das, was rauskommt und dann sind wir happy. Und dann passt das. Guck mal, hier fehlen Förderbänder, ist ja auch interessant, deshalb lief das nie. Deshalb liefen die hinteren nie, ist ja auch krass, weil da irgendwie gerade Förderbänder fehlten. Jetzt springt das hier auf jeden Fall gleich an, das ist okay, das ist okay, das ist okay. So, ja, ein bisschen hochgegangen sind wir wieder. 1400 die Minute. Ja, wie gesagt, das wollen wir verdoppeln. Und ich muss aber überlegen, wo... Ich brauche sehr viel Eisenerz und sehr viel Kupfer. Ich glaube, ich nehme das hier unten. Da haben wir Kohle, zweimal Eisen, zweimal Kupfer. Ich glaube, da fange... Irgendwo muss ich anfangen. Ich fange da unten an. Ich glaube, ich habe nicht genug Electric Mining Drills. Ich muss also gleich eh nochmal in die Hauptbasis. Zu meinem Einkaufszentrum und mir mein Inventar vollstopfen. Und dann arbeiten wir uns da peu à peu ran. Das wird ein bisschen stressig, bin ich ehrlich. Ich würde lieber was Neues bauen, anstatt was Altes zu recyceln. Vor allem, weil die alten Blaupausen halt nicht so sauber sind. Wie schon gesagt, da habe ich ein bisschen gepfuscht. Also überwiegend gehen sie, aber ich habe da halt jetzt Bullshit-Bänder, nenne ich sie mal, noch durchlaufen. Eine random Bullshit-Bänder. Außerdem sind die Vorkommen hier zwar reichhaltig mit 16 Millionen, 60 Millionen, 26 Millionen und 100 Millionen, aber teilweise doch sehr, sehr klein. Müssen wir mal gucken, wie wir da zurechtkommen. Fangen wir mal mit dem... Ah, da fehlt mir jetzt auch ein Radar.
Okay, wir fangen erstmal an mit Outpost Planner. Soll ausgeben, 4 Lanes ist okay. Nach Süden. Ich brauche ungefähr zweimal diese Größe. Das passt hier rein. Ich könnte hier die Öfen hinbauen. Da und dahin. Dann haben wir Kupfer und Eisen relativ dicht beieinander und können das alles von da holen. Das machen wir. Dann machen wir den Outpost nach Süden ausgeben. Den auch. Also Plan. Hier sammeln wir die Rohstoffe in diesem Bereich. Ja, vielleicht ist hier hinten noch ein Eisenfeld, das wäre ganz cool. Dann sammeln wir hier. Hier kommen die Öfen hin, hier kommt die Produktion hin. See muss eventuell zugeschüttet werden. Grob. Das ist grob die Idee, ganz grob. Machen wir uns einmal Strom, wo muss ich hin? Ich kann tatsächlich auch einfach nach links durchlaufen. Internet! Oh, Internet ist wieder weg. Alter, das passiert aber echt häufig, wenn man da ein bisschen öfter bei ist. Ja. Ich schreibe es auf. 1914. Ja. Hoffen wir, ja, bin wieder da, ne? Bin wieder da. Drückt mal F5. Sehen uns wieder am Start. Danke fürs Bescheid sagen. Super nervig. Super nervig. Aber es ist gut, wenn wir die Zeiten aufgeschrieben haben, dann können die Dullis da vielleicht ein bisschen mehr anfangen. Angeblich haben sie einen 20-Stunden-Test gemacht, in dem keine Fehler aufgetreten sind. Haben sie behauptet. I call Bullshit. Warum ist das nicht... Achso. Angeschlossen. Jetzt. Ja, also das kann nur Bullshit sein, weil hier kommen innerhalb von 2 Stunden schon 4 Fehler gefühlt. Das ist echt total... Geht hier einmal rüber, machen wir auch mal ein Radar hin. So, das haben wir, das haben wir. Dann geht es weiter nach unten. Ungefähr nach hier. Das wegsammeln, Outpost. Ich glaube, das gebe ich nach Westen aus. Ich glaube, den hier gebe ich dann auch nach Westen aus. So. Und ich nehme mal ganz stark an, dass ich jetzt schon keine Materialien mehr habe. Die 140 gehen hier leer, 170, die ich noch habe. Und das Feld ist schmal und klein, aber das hier oben, ja, ist ein bisschen größer. Kommt da noch ein Radar hin und ich schließe das da unten nochmal eben an. Und pack den dahin. Achso, und hier noch. Gut, dann haben wir das, das, das. Das Eisenfeld da unten brauchen wir noch. Aber wie gesagt, ich muss eh einmal in die Heimat. Und mir alle nötigen Rohstoffe holen. Jetpack wäre halt echt eine gute Investition. Aber ich glaube, das ist forschungstechnisch noch ein bisschen weiter weg. Ah, oh, passt schon. Wir machen uns das schön. Das wird alles ordentlich, Leute. Wir laufen hier hoch. Und sonst erzählt mal einen Schwank aus eurer Jugend. Nils, was ist so... Oder nicht Nils, wir wollen ja nicht, dass die Leute wissen, wie du heißt. Nennen wir dich Pinguin. Was ist so die größte Dummheit, die du jemals gemacht hast? Außer mich hier mieten zu lassen. Außer mich als dein Mieter zu akzeptieren, natürlich. Jetzt bin ich gespannt. Einmal hier... Die Frage geht jetzt natürlich nicht nur an den schüchternen Pinguin, sondern die anderen können auch mal rausfahren. Was sind so die größten Dummheiten, die ihr angestellt habt? Ja, war mir klar, dass du dasselbe denkst. So, einmal nach Hause gelaufen, zack, zack, zack. Achso, dabei können wir dann nochmal drauf achten, dass wir... Ich mach das jetzt, auch wenn ich dann nochmal kurz umdrehen muss. Hier unten ein Radar hinwerfen, weil ich möchte mir gerne gleich die ganzen Blaupausen ziehen können. Ich persönlich finde ja, dass aufgedecktes Gebiet immer aufgedeckt bleiben sollte.
Ist vielleicht eine unpopular Opinion, aber ist mir egal. Ist halt super nervig, wenn du irgendwo jetzt wie hier keine Blaupause ziehen kannst, nur weil das irgendwie gerade im Schatten liegt. Und weil ich die Blaupause da hinten auch brauche, kopiere ich mir die auch nochmal, wo ich schon dabei bin. Also ich kopiere nicht die Blaupause, sondern ich mache hier ein Radar hin, so, dass ich die später kopieren kann. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das ist alles sichtbar, sichtbar, sichtbar. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ich glaube, dann haben wir für den blauen Aufbau alles. Es geht auch eine Mod, die löscht einfach ungenutzte Chunks. Ja, aber es geht ja nicht um ungenutzte Chunks. Und vor allem willst du das nicht, wenn du einen endlichen Planeten hast. Unser Planet hier ist ja nicht unendlich groß. Da macht das keinen Sinn. Ungenutzte Chunks, weil dann löscht du ja Teile von Planeten, die existieren müssen. Dann ist das wieder brüchige Krater in Outer Wilds. Das wollen wir nicht. Was wir wollen ist, dass der Nebel des Krieges verschwindet im Endeffekt. Also der Teil der Karte, der schon aufgedeckt wurde, einfach aufgedeckt bleibt. Gibt es bestimmt auch eine Mod für. Gibt es wahrscheinlich sogar einen Konsolenbefehl für. Aber mal geraucht, aber so richtig dummes. Gute Frage. Kippe natürlich nur, nehme ich an, ne? Nur Kippe geraucht. Oder muss ich jetzt die Polizei rufen? Boah, ist es noch so weit weg? Meine Base ist mittlerweile echt schon groß. Man läuft halt schon ein bisschen vom einen Ende zum anderen. Ja, Jack, alles gut. Der Hund liegt zwischen meinen Beinen und streckt sich und seufzt und ist so unglaublich niedlich. Er ist so unglaublich niedlich. Ein Süßkopf. Ein kleiner Süßkopf. Der kleine Charmeur, dem kann man noch nicht lange böse sein. Kurz ja, aber nicht lange. Okay, das haben wir. Eisenplatten hätte ich gerne noch ein paar. Die werde ich hier wahrscheinlich gar nicht so ohne weiteres finden. Doch, da einmal ein paar. Denn ich will nochmal Reparaturpacks bauen. Auch gerne mehr als genug. So, theoretisch hätte ich hier oben sogar noch grüne Chips, die ich unten für die roten Chips benutzen könnte. Mache ich aber nicht, ich baue mir unten neue rote Chips. Solarpanel kann ich mitnehmen, das ist gut. Stahl nehmen wir uns auch noch mal ein bisschen mit hier. Dann brauchen wir... Wie viele Montagemaschinen habe ich? 7000. Ich nehme sie noch mal mit. Haben wir 12000. Öfen habe ich 1500. Nehmen wir auch noch mal alle mit, passt schon. So. Mit 3500 und die Erzförderer 1,6. So, jetzt muss er hier erstmal langsam wieder produzieren und normale Steinöfen haben wir hier, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Habe ich, glaube ich, mittlerweile schon alle geupcycelt, oder? Ne, haben wir gar nicht mehr. Hier kommt auch gar kein Stein mehr an, das ist auch interessant. Null. Warum eigentlich? Weil theoretisch kommt ja noch Stein an, aber das wird alles in Glas umgewandelt. Ich glaube, das ist das Problem. Na, hier wird auch Glas hergestellt. Ich fix das mal eben, weil ich will auf jeden Fall, dass unsere Öfen weiter produziert werden. Also mache ich mal einmal ganz kurz einfach so. Ja, ist im Endeffekt sogar okay. Ich kann so machen und dann den hier einfach rausnehmen. Geht hier nicht darum, dass es gebalanced ist. Geht hier tatsächlich jetzt nur darum, dass ich... Sorry. Im Endeffekt hier hinkommen und das Ganze da hinlaufen, das ist korrekt. Nicht ganz und dann Output aber auf die rechte Seite. Ah, nee, ist ja egal, da kann ja gar nichts drauflaufen. Nee, ist egal. Ich warte mal kurz, ob ich das richtig gemacht habe. Die Steine kommen ja schon. Das ist nämlich das Problem, wenn man so
Bullshit baut, ich sag's einfach mal, wie es ist, wie wir das hier in der letzten Zeit gemacht haben, verliert man doch relativ schnell den Überblick. Und hier oben müssen normale Öfen hin. Und die Öfen werden eigentlich hier produziert, nehmen sich aber von da, ja. Genau, das heißt, die Steine müssen einmal die Runde schaffen. Ja, doch, doch, müsste sein. Die gehen hier rein, auf die rechte Seite, hier hoch und laufen dann hier halbseitig rauf. Na, genau so sieht's aus. Jetzt gehen die da rüber, zack, 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 zack. Viele werden für Ziegel benutzt, aber ein paar kommen hier oben auch durch und werden dann für die normalen Öfen benutzt, für die normalen Steinöfen. Nö. Vor allem packe ich die auch gar nicht mehr hier rauf. So, da waren noch welche drin tatsächlich, das ist schon mal gut zu wissen, aber... Also ja, er hier wird sich niemals Steine schnappen können. Das ist natürlich kacke. Aber da oben sehe ich gerade, gehen auch manchmal Steine lang. Dann nehmen wir doch Steine von da, dann ist ja egal. Und dann arbeiten beide wieder. Gut. Na, dass hier einfach auch wieder Öfen entstehen. Das ist einfach wichtig. Erzförderer sind entstanden, Montagemaschinen entstehen. Das ist alles gut. Das ist alles kein Problem. Wobei ich nicht weiß, warum ihr nicht arbeitet. Normale Montagemaschinen. Temperatur zu hoch. Ist okay. Warum arbeitet ihr nicht? Weil hier keine Montagemaschinen kommen, weil keine Ziegel da sind. Ja, aber Ziegel kommen jetzt ja wieder. Dann gibt es erstmal hier normale Erzförderer. Ja, das läuft alles. Okay, das ist gut. Können wir unbeaufsichtigt lassen. Und damit ihr hier nicht so Blödsinn seht, machen wir mal so. Dann seht ihr anderen Blödsinn. Nein. So. Seht ihr anderen Blödsinn. Kamera muss ich kurz erholen. Und ich glaube, davon nehmen wir auch noch ein paar mit Produktivitätsmodule. Strom sieht gut aus. Förderbänder werde ich brauchen. Ganz ehrlich, 1200 Greifarme, damit komme ich auch nicht weit. Die nehme ich ja auch schon mal mit. Das heißt, dieser Teil der Basis muss jetzt mal wieder richtig anfangen zu juckeln und zu arbeiten, ey. Das hier brauchen wir nicht mehr, das kann weg. Das hier brauchen wir nicht mehr, das kann weg. Bisschen mal aufräumen hin und wieder. Okay. Weiß noch einer, wo wir unsere Greifarme haben? Hier oben, oder? Strommasten hätte ich auch gerne nochmal. Greifarme. Ja, läuft. Oh, und Substations. Wir produzieren die doch. Oh, nice. Hatte ich vergessen. Okay. Rote Greifarme. 1200 nehmen wir auch nochmal mit. Dann würde ich nochmal zu beiden Förderband-Lanes die nochmal mitnehmen. 21.000 Förderbänder. Hört sich viel an. Aber lasst euch gesagt sein, ist es nicht. Ist es so mal gar nicht. Aber hier können wir jetzt erst nochmal reparieren. Dafür habe ich mir die ganzen Reparaturkits gebaut. Wunderschön. Es ist so schön, wenn es funktioniert. Warum kommt hier auf der linken Seite nichts an? Achso, weil hier... so eine Maschine hin muss. Sonst klappt das nicht. Jetzt werden hier auch wieder Förderbänder gebaut. Okay. Läuft. 34.000 Förderbänder sind besser, aber sind noch nicht genug. Ich laufe also auch nochmal nach unten rechts. Und ich glaube, dann sind wir aber ganz gut aufgestellt. Das Einzige, was dann eventuell noch fehlt, sind Warenhäuser. Aber ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher. Im Großen und Ganzen, es könnte funktionieren. Splitter brauche ich eh so gut wie gar keine mehr. Okay, 60.000 Förderbänder. Das schmeckt schon besser. Erzförderer, ja, ich glaube, ich habe alles. Dann laufen wir jetzt wieder runter. Richtung neuer Erzvorkommen. Ja, ein Stückchen ist es noch.
sehe gerade, die haben noch keine Module. Schmeißen wir mal eben rein. Na komm, put, 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 da rum fehlt noch. Hey, nimm mit. Ja, und hier noch. Na komm, danke. Die haben Module. Der Rest braucht nichts Moduliges. Okay. Ja, und dann wollen wir das hier quasi gleich nachbauen. Das wird ein Spaß. Wo bin ich jetzt? Da. Ich habe genug Landfill, ich laufe hier mal runter. Genug und Landfill ist auch riskant, das zu sagen, aber für die Überquerung hier reicht es tatsächlich. Gut, jetzt sind wir hier jetzt einfach nur noch straight runter. Na, Jack, willst du aufstehen? Ja, steh mal auf, Süßer. Geh mal ein bisschen spazieren. Kann ich meine Beine lang machen? Wenn er da unten immer sitzt, dann kriege ich meine Beine immer nicht lang, weil er obviously im Weg liegt. Gut, die bekommen Module. Und die bekommen Module. Müssen wir nur ganz kurz warten, bis meine Rabauken da oben fertig sind. Geht immer noch schneller, als es per Hand zu machen. Gut, Hammer, Hammer, Hammer. Hier wollten wir noch die restlichen. Oh, 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 oh. Was müssen meine bösen Augen da sehen? Guck dir das an. Da wollte sich einer. Vor seinen Pflichten drücken. Geht ja mal gar nicht. Arbeiten. Los. Ihr schafft das zusammen. Dann geht's hier weiter. Und Module rein. Imir Can, Glückwunsch zur Beförderung. Ist das nicht schön, wenn man im Leben auch vorankommt? Endlich was, worauf man stolz sein kann. Ah, da unten haben wir dann das nächste Eisenfeld, da war ja noch was. Auch das geben wir nach Westen aus. Und das nur auf 4 Lanes ausgeben ist im Grunde dumm, aber im Grunde mache ich das auch einfach in ein Lagerhaus. Und da werden wir tatsächlich die großen benutzen. Einmal auf jeden Fall pro Ressourcenfeld. Diese Mod ist so toll. Guckt euch das an. Und Module rein. Ja, Roboter sind fleißig. Wenn die mitmachen, sind sie auch toll. Manchmal lassen sie sich halt echt ein bisschen bitten, ne? Kennen wir. Okay, die Ressourcen sind quasi, angeschlossen kann man jetzt noch nicht wirklich sagen, aber wir sind dabei, sie uns zu holen. Das heißt, der nächste Arbeitsschritt wäre dann die Ofenhölle bauen. Ich werde das, wie gesagt, hier mit jedem Ressourcenfeld ein bisschen anders handhaben, und zwar so. Rein, 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 rein. Rein, rein, rein. So.
viel einfacher, weißt du. Und dann können wir hier, je nachdem wie viel wir rausholen wollen, ich mache mir jetzt mal einfach 6. Wahrscheinlich hatte ich die aber auf 8 gebaut, ne, denke ich mal. 1, 2. Ne, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist das richtig? Moment. 1, 2, 8. Ne, 8, nur noch 10. Naja, da oben ist der Erd. Ne, das sind doch nur 7. 8, 7. Ne, 8. 1, 2. Warte mal, hä? Bin ich bescheuert? Nummer 1. 2. Ich kann ja auch einfach hier ziehen. Ich bin ja auch bescheuert. Das sind 4 und das sind 4. Macht also 8. Das heißt, wir brauchen 8 Ausgänge. Dann kommt da noch einer hin und da noch einer hin. So. Und so. Na? Nummer 1. Das Ganze machen wir jetzt hier oben bei dem Eisenfeld auch nochmal. Und dann lassen wir die beiden zusammenlaufen. Und hoffen, dass da möglichst 8 volle Förderbänder rauskommen. Vielleicht ist es ein bisschen weniger, dann müssen wir halt noch mehr anschließen. Vielleicht ist es ein bisschen mehr. Dann haben wir Glück gehabt. Das werden wir gleich sehen. 1, 2, 3, 4, so. So. Alles geht rein. Zack, 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 zack. Ja gut, wenn 6 reingehen, dann müssen hier auch nicht mehr als 6 raus tatsächlich. Passt, wir gehen hier lang. Der Beat. Zieht euch den Beat rein. Naja, wir gehen hier über das Steinfeld. Momentan mache ich mit den Steinen eh nichts. Ungefähr nach hier würde ich behaupten. Ich guck mal eben. Ja, ein bisschen höher. Gehen wir mal hier hin. Gott, habe ich noch irgendwo meine Kurve? Ich habe meine Kurve, ich bin so gut. Noch verbunden? Ja. Kurve. Anschließen. Anschließen, rein, 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 rein. So. Und schon haben wir hier unsere 6 Lanes Eisen. Das wird dann halt gleich alles runtergemischt. Ne? Das Ding dürfte ja gleich auch schon voll sein. Geht fix. Ist wahrscheinlich voll, bevor das von da oben überhaupt ankommt. Aber so viel seht ihr ja, wird hier oben nicht gefördert. Das sind wahrscheinlich nicht mal 2. Vielleicht ein ganzes, anderthalb, vielleicht 2 ganze, aber viel mehr nicht. Dasselbe machen wir jetzt nochmal eben mit dem Kupfer. Das machen wir nochmal in diesem Part hier, das ist okay. Und dann machen wir auch kurz Pause. Kann sich jeder nochmal ein bisschen am Gemächt kratzen oder was immer ihr macht, wenn ich Pause mache. Ich will es gar nicht so genau wissen. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Na, also machen wir das. Ich baue das hier aber eben noch kurz zu Ende, bevor es in die Pause geht. Na, man soll ja keine halben Dinge hier stehen lassen. Machen wir so. Rein, 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 rein. Da oben geht auch was rein. Und zwar geht da oben das hier rein. Auch hier nehme ich ein großes Lagerhäuschen. Rein, 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 rein. Geht da rüber, ist mir egal. Alle gehen rein. Alle gehen raus. Wir gehen auf diese Höhe, bauen unsere Kurve, schließen an, löschen weg. Kupfer kommt, Kupfer geht. Lal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 a. Sieht gut aus. Den brauchen wir dementsprechend nicht. Und hier machen wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
rüber, runter, raus, 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 raus. Rüber, runter, raus. Gut. 8-mal Kupfer. 8-mal Eisen. Bauen wir hier gleich die Öfen hin. Dann holen wir von da oben die Kohle und dann haben wir hier unten unsere Rohstoffgewinnung. Schnell, unkompliziert und schön. Wie gesagt, wir werden einmal kurz Pause machen. 5 Minuten, ich gehe mal eben aufs Klo und dann sehen wir uns gleich wieder und dann kann ich die Kamera auch wieder anmachen. Also, danke, dass ihr dabei seid.